Ein herzliches Hallo von mir an euch hier zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich spiele heute mal die Nancy. Ich glaube, die Nancy, die haben wir schon ganz lange nicht mehr auf meinem Kanal gesehen. Und die Nancy macht das erste Mal einen Tod und weg. So, wir sind auf der Farm. Ich spiele heute schon eine Weile tatsächlich, um irgendwie was für euch aufzunehmen. Farm hatte ich heute noch gar nicht. Neues. Bisschen Abwechslung. Aber ich habe letztens schon festgestellt, laut kurz hierher geguckt, dass ich den Saloon und die neue Map eigentlich gar nicht mehr bekomme. Keine Ahnung, ich kriege immer nur die alten Maps. Besonders oft Yamaoka. Aber den Saloon oder die Midwich Elementary School komme ich irgendwie gar nicht. Ich wäre echt gern mal wieder beim Saloon, muss ich sagen. Ich mag die Map tatsächlich. Aber gut, können wir uns nicht aussuchen. Es sei denn, man würde natürlich jetzt ein Offering in die Runde schmeißen. Aber eigentlich müsste es doch auch der Zufall mal gut mit uns meinen. So, der erste Gen ist durch. Es ist Ghostface. Ja, hallo. Ich muss eigentlich den Killer blenden immer noch. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich euch das schon erzähle, aber ich muss den Killer blenden. Und irgendwie kriege ich es nicht hin. Die erste Person. Das ging jetzt schnell. Okay, so schnell komme ich jetzt nicht dahinter, dass ich da jetzt irgendwie mit meiner Taschenlampe was ausrichten könnte. Ich hoffe auch einfach mal, es geht jemand retten. Ein bisschen paranoid um. Ich nicht weiß, ob er hier gleich um die Ecke lunscht. Ich weiß nämlich gerade überhaupt nicht. Ich habe ja kalter Rückenschauer mit. Wenn Ghostface seinen Mantel der Nacht trägt, zeigt mir die Katze trotzdem an, dass er in meine Richtung schaut. Warum geht niemand retten? Ist der Killer noch am Haken? Ja, okay, er ist nicht so weit weg. Hat der Killer sich so eine Krone geholt? Sorry, Klödi. Ich dachte, es kommt dich irgendjemand holen. Okay. Bleib sie einfach stehen. Ich glaube, der hat schlampiger Schlachter dabei. Das Heilen dauert gerade sehr lang. Er kommt. Ich geh halt weg. Blödi muss auch blenden. So, geht der dort jetzt retten, ja? Dann mache ich nämlich hier den Generator an. So, Leute, spielt jetzt mal nach meinen Regeln hier. Und dann müssen retten. Sehr gut. Okay, also
ist bisher relativ unaufregend, diese Runde. Aber wir gucken, was noch kommt. Eventuell hat der Killer Nöte dabei. Bisher wirkt er noch sehr unerfahren. Er hat noch niemanden hochgestalkt. Und ich kann verstehen, dass man als frischer Killer gerne Nöte dabei hat, weil es dann einfach nochmal die Chance gibt, im Endspiel irgendwie einen Kill zu bekommen. Okay, aber sie ist jetzt tot. Weil sie hat schon gekämpft. Das ist die Clödia. Schade. Oh, sogar in den Keller. Er trägt sie aber lange. Können sie sich nicht frei wiggeln? Ah ne, das... Hä? Ist das nicht Clödia? Killer. Was soll das denn? Okay. Gut, Leute, dann machen wir jetzt hier den letzten Generator an. Was soll's? Ich weiß nicht, was der Killer für eine Mission hat. Raus mit uns. Dann entkomme ich wenigstens mal wieder. Sollte mich natürlich jetzt nicht zu früh freuen. Tada! Ich hab geblendet! Okay. Den Fanger? Dann mache ich das Totem weg. Gib noch ein paar Punkte. Und dann gehe ich zum Generator zurück. Dass wir hier rauskommen. Sehr gut, Feng. Wir kommen. Die Frage ist nur, aus welcher Richtung. Oh, er war da hinten. Ups. Wo ist denn jetzt hier noch ein Generator? Warte mal, den drin habe ich angemacht. Der da ist an. Der da ist an. Oh, sind die alle dort hinten? Das ist jetzt natürlich ungünstig. Schade. War nicht gut genug platziert, um zu blenden. Yeah.
Oh, guckt mal. Er guckt in meine Richtung. Schaffe ich es noch? Verdammt, no! Der hat dort gar nicht nach mir geguckt. Interessant. Wir haben kein Nöt mehr. Sind die Ausgänge ernsthaft beide hier? Wow, das ist jetzt für den Killer echt optimal. Er guckt hierher. Da hat er gehockt. Jetzt noch! So zum Schluss. Ist das dein Ernst? Ich hoffe, die Feng macht den anderen Ausgang auf. Aber er jagt mich nicht, oder? Hat das jetzt nur für die Punkte gemacht? Kann das sein? Was möchte der Killer von uns? Jetzt guckt er dort wieder hier. Er beobachtet ernsthaft die Ausgänge. Kommt. Er kann sich halt wirklich dort in die Ecke hocken und sieht beide Ausgänge. Das ist das, was ich meinte. Das ist für den Killer gerade optimal. Die Frage ist, was macht die Feng? Häng, warte mal, ich heil dich hoch. Kannst du vielleicht noch mal mitmachen hier? Eigentlich müssen wir jetzt echt durchziehen. Sobald der eine hochgestalkt ist, müsste der andere ans Tor. Er guckt hierher. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen... Er raubt uns jetzt echt so ein bisschen die Zeit. Ich will mich jetzt auch eigentlich nicht umklatschen lassen. Da ist er schon wieder. Ey, das ist echt... mega unnötig. Ich sehe ihn doch schon wieder.
Weißt du, dann soll er mich halt wenigstens dann auch jagen. Aber das, was er macht, er farmt jetzt quasi Punkte. Sehr gut, Feng. Ich muss nur noch warten, dass mein Stalking-Status weg ist. Geh davon aus, er steht im Ausgang. Ich wusste ja, dass Nöd weg ist. Wir haben Nöd weggenommen. Aber das war jetzt so unnötig. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das waren. Mindestens 5, die er uns dorthin gehalten hat, die Ausgänge zu öffnen. Ich weiß, dass das ab einem gewissen Punkt tatsächlich bannbar ist. Weil er hatte am Ende... Entschuldigung. Er hatte am Ende nicht mehr das Ziel, uns umzubringen. Und das ist ab einer gewissen Zeit im Spiel, also ab einer gewissen Dauer, ist das bannbar. Ja. Wir sind raus. Es war wirklich... Ich habe meine Meinung gerade zu dem gesagt, was hier passiert ist. Ich verabschiede mich. Ich muss jetzt definitiv Blutpunkte ausgeben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart.